Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe mir im Zuge von X, also das Mediabook, was ich euch letztens vorgestellt habe, habe ich mir noch andere Filme gekauft im Müller und würde die euch gerne noch vorstellen. Das ist einer von zwei, die ich mir geholt habe, und das ist der Film The Editor. Ist ein Film, der habe ich maximal einen Trailer gesehen und der ist mir schon sehr, sehr oft aufgefallen. Und da mich die Thematik auch interessiert, war ich irgendwie immer so ein bisschen angefixt, mir den Film mal anzuschauen. Und es wird, glaube ich, ein Low-Budget, bisschen Giallo-Style, Thriller, so ein bisschen trashig auch, glaube ich. Sieht aber recht kultig aus, also der Trailer macht, finde ich, einiges her. Und den habe ich recht rein zufällig jetzt quasi in dem Müller halt für 15 Euro gesehen. Und finde ich 15 Euro für das Mediabook. Da dachte ich mir, komm, da kannst du eigentlich nichts falsch machen. Nimm einfach mit. Und selbst wenn er jetzt vielleicht nicht so geil ist, ich meine, gut, man kann ihn sicherlich für ein paar Euro einfach mal ausleihen irgendwo. Aber ich dachte mir, komm. Ich hatte gerade irgendwie so dieses, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, manchmal hat man einfach so Bock, so ein bisschen mal so ein Risiko einzugehen, mal so einen Blindkauf zu machen. Und das war wieder so ein Tag. Und genau. Genau, das ist sehr glänzend. Ich stehe jetzt persönlich gar nicht so auf das Glänzende, also gerade im Vergleich zu dem Ex-Mediabook, was ich euch letztens vorgestellt habe, was ja sehr matt war und dadurch auch sehr hochwertig rüberkam, finde ich, ist immer so ein glänzendes Mediabook oft, finde ich, wirkt mal ein bisschen billig irgendwie, also für meinen Geschmack, aber ich glaube, das ist oft auch ein bisschen Geschmackssache natürlich. Genau, The Editor, damals, genau, das ist, ich guck mal rein, wow, cool. Mal die Blu-ray. Wunderschön, sehr, sehr schön. Blau und kontrastreich. Die gelbe Schrift, auch schönes Symbol. Schönes Bild, meine ich. Sehr, sehr cool. Dann hier unter dem. Sehr, sehr genial hier, finde ich. Sehr schön gemacht. Echt cool. Und hier auch nochmal. Schön gezeichnete Artworks. Richtig schön. Meisterwerk in Gelb, genau, Giallo. Auf jeden Fall. Oh, eine Spinne. Genau, Giallo Boom. Also finde ich, macht einen sehr guten Eindruck, also rein von den Bildern her und von dem ganzen Aufwand. Dahinter. Sehr, sehr schön. Genau, Udo Kier. Auch ein gern gesehener Gast in vielen Filmen. Sehr, sehr schön. Oh, was haben wir hier noch? Wow. Okay, gucken wir hier noch. Hier ist die DVD noch. Genau, hier noch schnell schauen. Auch sehr schön, finde ich. Sehr, sehr schön. Wow. Und auch noch ein geiles Artwork. Im Comic-Cartoon-Style. Wow. Das ist, muss ich sagen, oh, das ist aber auch geil hier. Geil. Das habe ich jetzt echt nicht kommen sehen. Weil sieht man die beiden Sachen hier noch. Genau. Warte mal, zack. Genau. Sehr, sehr genial. Finde ich, wow. Sehr cool. Und hier scheint es noch ein Poster zu geben. Genau, Rückseite ist weiß und Vorderseite ist dann quasi das hier und die Editor. Auch sehr schick, sehr minimalistisch. Genau, cool hier mit dem Messer, sehr genial. Wow, das war jetzt echt, muss ich sagen, Mediabook, mit dem ich jetzt nicht gerechnet hätte, dass die sich da so viel, dass da so viel Herzblut drin steckt. Sehr cool, finde ich. Für den Preis, mir gut, das gab es natürlich auch schon mal teurer. Aber ich glaube, die Mediabooks aus der Reihe, das ist ja so eine Reihe, glaube ich. Die sind, glaube ich, immer so bei ungefähr 20 Euro, glaube ich, hier von dieser Uncut-Version, von diesen
Pierre Le Feu oder wie das heißt. Ich glaube, ich kostet mal so ungefähr 20 Euro, glaube ich, die Mediabox. Aber wirklich sehr, sehr cool, ne? Also vom optischen innen drin. Sehr, sehr cool. Super. So, dann geht es aber jetzt noch weiter. Und zwar habe ich mir jetzt noch geholt. Zyst. Das ist ein Film, der mir auch schon des Öfteren aufgefallen ist. Glaube ich, sogar eine deutsche Co-Produktion. Und zwar spielt da die gute Eva Habermann mit. Ich glaube, ich mit Hauptdarstellerin. Und ist, soweit ich mal recherchiert habe und mich recht erinnere, auch hat die, glaube ich, eine Produktionsfirma, die diesen Film mitproduziert hat. Und da wurde, glaube ich, auch in, glaube ich, in England gedreht. Ich bin gerade nicht so ganz sicher. Aber auf jeden Fall eine internationale Produktion oder auch eine Low-Budget-Produktion, aber halt auch mit deutscher Beteiligung. Und ja. Und da habe ich auch schon mal Lust gehabt, mir mal die Emery eigentlich zu holen. Für einen Zehner oder so, aber hatte ich bis jetzt nie gesehen. Und jetzt lasse ich mir kommen für 18 Euro. Das Mediabook ist okay. Und kann man mal machen. Genau, das ist hier matt. Sieht man gleich. Genau, finde ich persönlich schicker auch selbst hier, wenn, wo es quasi recht, ja, sag mal, auch flach ist. Jetzt keine Erhebung, keine Struktur irgendwie, ne? Aber hier ist ein bisschen irgendwie. Ah, hier ist nur ein Kratzer, glaube ich. genau. Auf jeden Fall hier. Cooles Cover, finde ich. Genau. Was haben wir hier noch? Alles klar. Genau, sehr viel Bonusmaterial scheinbar. Trailer ganz viel mit Cast, Interviews. Sehr, sehr cool. Genau, ein CinemaScope. Und der Film ist gute 70 Minuten lang. Cool. Hier wiederholt sich das Frontmotiv. Sieht aber trotzdem, finde ich, sehr effektiv aus und passt auch, finde ich, ne? Eine unscharfe Aufnahme. Ich guck mal gleich mal nach hinten. Hier haben wir auch die Blu-ray. Ah, ist klar. Ebenfalls eigentlich dasselbe, nur halt mit blauem Streifen unten. Ah, okay. Sehr cool. Genau, sieht man nochmal schön, was der Film zu bieten hat. Also USA 2020. Aber ich glaube, wie gesagt, mit deutscher Beteiligung. Dann in Farbe. Mit der Red gedreht, 4K Red Cam, ist klar, 73 Minuten und Dolby Audio 5.1. Erstveröffentlichung auf dem Fright Fest Film 2020 in London. Cool. Drin ist die. Interview, nee, Quatsch, Porträt der Schauspieler, aller Schauspieler, Pressestimmen. Okay, gut, also ich glaube jetzt vom Mediabook ist, glaube ich, scheinbar nicht so viel gut über die Schauspieler quasi, Produktionsnotizen. Ja, mei, es ist nicht so viel, aber schauen wir mal. Auf jeden Fall trotzdem ganz schick, finde ich, auf jeden Fall. Cool. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich erwarte jetzt nicht extrem viel. Ich meine, so einen Film muss man einfach mal Kopf ausschalten und genießen. Und so. Und darf auch mal sein. So. Ja, und das waren meine beiden Filmchen. Genau, einmal für 15 Euro und einmal für 18 Euro. Finde ich vollkommen in Ordnung für Mediabook. Klar, hier hätte man, glaube ich, zumindest der Eindruck, den ich jetzt hatte, steht jetzt nicht so viel drin im Mediabook, dass man jetzt sagt, dass sich der Aufpreis vielleicht dann lohnt, aber ich fand es in Ordnung und das Cover ist auch sehr, sehr schön. Ich finde, es lohnt sich einfach viel mehr, das im Mediabook zu Hause zu haben. Und ja, dann könnt ihr mir gerne mal sagen, wenn ihr wollt, was ihr von den Filmen haltet. Ich habe die ja schon gesehen. Sind ja jetzt auch keine neuen Filme. Gibt es ja schon ein bisschen länger. Aber ich bedanke mich natürlich wieder fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis bald.